Wie gut ist das Hybrid Cream Clay von der Brand Blumark? Starten wir als erstes mit der Verpackung. Ich habe jetzt hier die Reisegröße aus dem Discovery Kit in der Hand, bewerte aber die Originalgröße. Da ich weiß, dass die Verpackungen sehr durchdacht sind, der Tiegel zwar nicht ganz so wertig ist, gebe ich an dieser Stelle trotzdem eine gute Punktzahl. Kommen wir zum Geruch. Das Produkt riecht relativ neutral, wenn überhaupt etwas wachsartig. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 80% der Inhaltsstoffe sind gut, die anderen 20% leider nicht. Kommen wir zum Claim des Produktes. Der Hersteller wirbt mit einem leichten bis mittleren Halt. Das Produkt soll Textur verleihen und ein natürliches Finish ergeben. Ob das wirklich hier drin ist, das checken wir jetzt aus. Meine Vorherfrisur vor dem Styling sieht aktuell wie folgt aus. Machen wir weiter mit dem Produkt und zwar mit der Konsistenz. Das Produkt ist nicht ganz so weich wie eine Creme und auch nicht ganz so hart wie ein Clay. Der Mittelweg und zwar ein Cream Clay bezeichnet die Konsistenz an dieser Stelle tatsächlich sehr gut. Kommen wir zum Auftragen. Ich konnte das Produkt super easy aus dem Tiegel herausnehmen, habe das dann in meinen Händen verreibt, dann sah es aus wie eine Creme und nach kurzem Verreiben hat sich das Produkt wirklich direkt komplett aufgelöst, genauso wie es sein soll. Kommen wir zum Styling. Ich habe meine Haare etwas angefeuchtet, 2 Drops Arganöl meine Haare eingearbeitet und habe dann meine Haare nicht geföhnt. Habe allerdings eine Föhnbürste genommen, um meine Haare einfach so ein bisschen in eine Richtung zu bürsten, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass meine Haare schon relativ gut liegen. Dann habe ich das zuvor in die Hände verteilte Produkt komplett in meine Haare eingearbeitet und mit dem Styling losgelegt. Und ich muss sagen, das ging auch relativ easy von der Hand. Meine Powerlocken vorne konnte ich nicht ganz komplett bändigen, aber für einen natürlichen Look ging das mit dem Styling relativ gut. Meine Frisur nach dem Styling sah dann wie folgt aus. Kommen wir zum Halt. Der Hersteller wirbt mit einem leichten bis mittleren Halt. Das ist an dieser Stelle auch vollkommen korrekt. Für meine Haare zwar etwas zu wenig, heißt meine Locken fallen da vorne schon wieder ein bisschen auseinander. Nichtsdestotrotz an dieser Stelle volle Punktzahl, weil genau das drin ist, was hier drauf steht. Kommen wir zum Finish. Das Finish ist tatsächlich sehr natürlich, sehr matt. Man hat auch etwas Textur in die Haare reinbekommen. Heißt, an dieser Stelle bin ich auch sehr happy. Wie sieht es mit der Auswaschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Also ihr bekommt das Produkt tatsächlich auch nur mit Wasser aus den Haaren heraus. Ausgewaschen. Ich hatte allerdings anschließend das Gefühl, dass meine Haare dann noch so ein bisschen starr sind, nachdem ich das nur mit Wasser ausgewaschen habe. Denn je nachdem, wie viel Produkt man verwendet, müsste man tendenziell hier an dieser Stelle auch noch auf Shampoo zurückgreifen. Kommen wir zum Preis des Produktes. Ihr bekommt die Originalgröße von dem Cream Clay für roundabout 30 Euro. Wenn ihr es in Amerika bestellt, dann werdet ihr auf jeden Fall 30 Euro hinlegen müssen. Bei Amazon ist es aktuell nicht verfügbar, aber roundabout müsst ihr mit 30 Euro rechnen. Das finde ich für dieses Produkt ein Tickchen zu viel. Allerdings bekommt ihr an dieser Stelle eine sehr, sehr gute Leistung für euer Geld. Kommen wir zum Fazit. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Ja, als allererstes mal, ich kann das Produkt weiterempfehlen, auf jeden Fall. Und für wen ist das Produkt geeignet? Dieses Clay ist tatsächlich auch für Leute mit dünnen Haaren geeignet, die ein mattes Finish wollen und einfach nur einen leichten bis mittleren Halt benötigen. Für Leute mit normalen bis dicken Haaren ist dieser Halt vermutlicherweise zu wenig. Aber wenn ihr einfach nur einen natürlichen Look haben wollt, dann kann das möglicherweise auch eine Option für euch sein. Auf jeden Fall, Leute mit dünnen Haaren, die mal einen Clay ausprobieren wollen, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Option. Kommen wir zur totalen Punktzahl. Das Cream Clay von Blumann erhält all in all 40,5 von möglichen 50 Punkten. Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox und jetzt wünsche ich euch auf diesem Wege ganz viel Spaß beim Haarestylen.